Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute machen wir Balkon DIYs. Ich habe es geschafft, noch ein weiteres Video für euch zu drehen. Dabei zeige ich euch 5 verschiedene Ideen, denn ich habe mir sagen lassen, dass das Wetter endlich besser werden soll. Also es ist höchste Zeit, dass wir unseren Balkon schön gestalten, damit er gemütlich für den Sommer ist. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Als erstes machen wir eine richtig schöne Fußmatte. Dafür habe ich mir diese Standardmatte, die hat man ja schon oft gesehen, diese bräunliche aus Kokosfasern ist die, glaube ich, geholt und habe sie umgedreht und mir so einen Halbkreis aufgemalt. Das muss nicht perfekt sein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, das noch genauer aufmalen. Ich habe einfach nur mit einem Bleistift das vorgezeichnet, so Pi mal Daumen und dann ausgeschnitten. Ist ein bisschen schwieriger auszuschneiden, nehmt euch da auf jeden Fall eine sehr scharfe Schere und anschließend habe ich das bemalt. Ich habe es erstmal mit Weiß grundiert. Ihr seht, ihr braucht hier relativ viel Farbe, da die Fasern eben das nicht so gleichmäßig alles verteilen können. Und dann habe ich einen gelben Ring darum gemalt. In der Mitte habe ich dann außerdem, weil ich gemerkt habe, es ist viel zu anstrengend, ich wollte zuerst das alles weiß grundieren, nur die Stellen weiß gemacht, die später auch weiß sein sollen. Und die restlichen Stellen habe ich dann wieder gelb gemacht. Ihr seht, daraus wird eine kleine Zitrone. Und das finde ich ist ein richtig toller Sommer-Hack und Sommer-DIY. Geht ganz schnell, könnt ihr natürlich auch mit Melone, Orange, Limette oder sonst welchen Früchten machen. Und das macht so richtig schöne Sommerstimmung. Unbedingt, bevor ihr damit fertig seid, auch nochmal mit einem Fixierungsspray einsprühen, damit ihr es auch draußen verwenden könnt. Als nächste Idee zeige ich euch meine Kuschelecke. Dafür habe ich mir einfach so riesige Kissen genommen, die man eigentlich für Palettenmöbel nimmt und habe sie als Matratzenersatz genutzt. Darauf habe ich mir Decken, Kissen und noch mehr Decken raufgelegt und das natürlich in meinem Gitterbett, also in diesem Metallbett, das ich extra dafür geholt hatte, hingestellt. Kann man super als Kuschelecke nutzen und finde ich noch ein bisschen besser als Balkonmöbel. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr da jetzt auch gerne sitzen und das schöne Wetter genießen würdet. Als dritte Idee habe ich meine Palette, die ich euch ja schon mal gezeigt hatte in einem der letzten Videos, also aus dem letzten Jahr, einfach die nochmal genutzt, um nochmal eine Erweiterung zu machen. Denn die Palette, habe ich ja schon gezeigt, kann man eben nutzen, um da Pflanzen reinzupflanzen. Also vor allem Kräuter oder Erdbeeren gehen auch, weil man hat nicht so viel Platz in diesen Behältern. Die sind extra für diese Palette. Aber man kann natürlich das auch noch ein bisschen erweitern. Und zwar habe ich mir dafür so eine Rechtecke erstmal abgetrennt. Denn ich möchte gerne mit Farbe ran, mit einer ganz bestimmten. Und schaut unbedingt dafür, dass eure Palette nicht zu nass ist. Bei mir war das ein bisschen das Problem, dass sie an einigen Stellen noch etwas nass war, wodurch dort leider das Tape nicht so gut gehalten hat. Und dann könnt ihr das einfach mit Tafelfarbe anmalen. Also alle Stellen, die dann in diesem Rechteck sind, werden großzügig mit Tafelfarbe bestrichen und anschließend werden dann die Tapes wieder entfernt. Und wir wollen natürlich später das nutzen, um auf der Tafelfarbe auch etwas zu schreiben. Also würde ich sagen, erstmal fleißig einstreichen, so wie ich das hier mache. Eigentlich sollte dafür auch eine Schicht genügen. Ich kann euch auch gerne die Tafelfarbe, die ich dafür genutzt habe, unten in der Infobox verlinken. Ich habe in dem Fall die ersten 4 Bereiche, also die unterste Reihe habe ich nicht angemalt, sondern die ersten 4 oder die 2 Reihen drüber habe ich angemalt. Und anschließend, als das Ganze gut getrocknet war, wartet da bitte 24 Stunden, habe ich dann natürlich die Kräuter eingepflanzt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch Früchte oder sowas, falls ihr irgendwas im Balkon anpflanzen wollt, wie Erdbeeren oder so, geht das natürlich auch, dort eben reinpflanzen. Oben habe ich mich für Basilikum und Schnittlauch entschieden, weil die relativ viel Wasser brauchen und bei uns der Balkon eben auch frei steht. Also die werden vom Regen auch begossen und unten hatte ich dann Thymian und Rosmarin, die halt viel Sonne, aber nicht ganz so viel Wasser benötigen und die habe ich eben unten eingepflanzt. Schaut da unbedingt vorher, welche Kräuter ihr nehmen wollt und was die eben für Bedürfnisse haben, ob ihr die zusammen alle in eine Palette pflanzen könnt und so weiter. Yeah.
Und als das dann fertig war, habe ich mir einfach ein Stück Kreide genommen und eben Basilikum, Schnittlauch, Thymian und Rosmarin draufgeschrieben. Und damit ist auch dieses DIY schon fertig. Finde ich, ist irgendwie eine total coole Idee. Unten habe ich einfach so Flusssteine, die ich noch ganz viele hatte, reingefüllt. Und es geht ganz schnell. Ich finde auch nicht, dass es so schlimm, dass ich die Rechtecke nicht so gerade hinbekommen habe. Und es ist eine richtig tolle Idee. Hier seht ihr nochmal die Version, wenn ihr einfach nur so die Blumen reinpflanzt. Als nächste Idee zeige ich euch nochmal als kleine Inspiration meine Lichterkette, die ich ja über unseren alten Balkon gespannt hatte. Und zwar könnt ihr das einfach wie bei einem Biergarten oder so, das eben auch bei eurem Balkon spannen. Und das macht total schönes Licht und es macht einfach eine richtig, richtig tolle Stimmung. Ich finde, das ist zwar kein richtiges DIY, aber wertet euren Balkon einfach unglaublich gut auf. Und auch wenn ihr in dem Winter, wenn zum Beispiel ihr gerade nicht so viel am Balkon macht, ist es trotzdem irgendwie schön, mal die Lichterkette anzumachen und hat sozusagen einen kleinen Effekt, beziehungsweise hat kleine Arbeit, aber große Wirkung. Als letzte Idee zeige ich euch noch etwas ganz, ganz Einfaches. Ihr braucht dafür einfach eine große Vase, in die ihr Wasser füllt, bis zum oben zum Rand. Und dann nehmt ihr euch verschiedene Schnittblumen, die ihr dann in die Vase reinfüllt. Also nur die Köpfe, die Stiele könnt ihr abschneiden. Ich habe mich hier zum Beispiel für Rosen entschieden und zwischen diese Blumen könnt ihr dann auch noch kleine Teelichter reinfüllen. Ich finde, das ist eine total süße und schnelle Deko-Idee. Man braucht dafür auch nicht wirklich viel und sieht einfach so schön aus. Vielleicht auch, wenn man mal wieder so ein bisschen mehr feiern kann oder Freunde einladen kann, kann man so das richtig schön dekorieren. Ich stelle mir das übrigens auch richtig toll vor in so einer Zinkwanne oder im Allgemeinen in einem Behältnis, das ein bisschen größer ist als meins. Eigentlich war meine Vase schon relativ groß, aber so viel hat dann doch nicht reingepasst. Und das wollte ich euch nur noch mal so als kleine Inspiration geben. Ist auch eine total süße und schöne Idee. Und das waren auch schon meine Ideen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!